Yeah. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nur eine Hypothese. Du bist mir echt sympathisch, doch wenn ich dich dann sehe, ist es dein Blick oder doch dein Lippenstift, der mich so schwach macht, mir die Rippen bricht, der den Zugang freilegt zu meinem Herzen mit deinem Sarkasmus. Ist nicht zu scherzen, deine Aura übertrieben, so wie eine Hyperbel. Doch kann es sein, dass ich wirklich noch mehr will, wenn ich bei dir bleib? Es wird mir bald Schluss, du saugst mich aus wie die Milch einer Kokosnuss. Doch das an und aus, ja, so geht es nicht weiter. Die ganze Scheiße, wie ein Lichtschalter. Es fängt von vorne an, tut sich ständig wiederholen. Der Deutschlehrer nennt es eine Alliteration. Es fängt an zu flackern und zwar immer wieder, wie die Projektion eines kaputten Beamer. So sieht's aus. Yeah. Doch Baby, du bist die Antwort auf mein Leben, die Antwort auf mein Reden, die Antwort auf mein Geben. Du bist für mich da, wenn ich dich brauch, und gib mir einen Kuss, wenn ich dir was kauf. Baby, du bist die Antwort auf mein Leben, die Antwort auf mein Beten, die Antwort auf mein Streben nach Glück. Doch manchmal bist du auch ein dummes Stück. Ich hasse dich so sehr und du liebst mich zurück. Hey Baby, du bist die Antwort auf mein Leben, die Antwort auf mein Reden, die Antwort auf mein Geben. Du bist für mich da, wenn ich dich brauche, und gib mir einen Kuss, wenn ich dir was kaufe. Baby, du bist die Antwort auf mein Leben, die Antwort auf mein Beten, die Antwort auf mein Streben nach Glück. Doch manchmal bist du auch ein dummes Stück. Ich liebe dich so sehr und du hast mich zurück. Ah yeah. Kann es wirklich sein, dass du mich verzauberst, mich einfach aller meiner Sinne beraubt hast, dass du mich in einen falschen Frieden einhüllst, während du meine Liebesbriefe zerknüllst? Die Wörter, die ich schrieb, zunichte machst, weil das Gefühl, das du versprühst, nicht zu dir passt, weil du ja selber lieber die Schritten ziehst und dir das Ganze hier nicht so richtig liegt. Oder ist es so, dass ich einem Schwindel aufgesessen bin? Woher kommt es, dass ich von dir besessen bin? Jeden Tag, jede Nacht nur für dich leb, als ob es auf der Welt nur noch dich gäbe. Verkörperst du die Antwort auf all meine Fragen? Ich bitte dich darum, du musst es mir jetzt sagen. Ist es wirklich so, denn ich will wissen, wie war die nun echt meine Theorie?